Meine Eltern zogen weg. Ich war knapp 2 Jahre. Da habe ich gedacht, gehst du mit. Das war, glaube ich, auch schlau. Ja. Olaf Schubert ist da und das Verrückte, er bewertet die Schöpfung. Ja. In seinem Buch. Und ich habe mich gefragt, ich wusste nicht, dass der Olaf Schubert ein Mitchrist ist. Ist es die Schöpfung? Ah. Ist es die Schöpfung? Sie glauben an die Schöpfung? Hat das der liebe Gott gemacht? Ich gehe davon aus, also wir nennen den Schöpfer einfach so Schöpfer. Es könnte auch eine Schöpferin gewesen sein oder eine andere nicht-binäre Wesenheit. aber einfach so, zur Vereinfachung gehen wir einfach vom Begriff Schöpfer aus. Urknall kann ja auch geschöpft sein. Ja? In dem Buch beurteilen Sie auch Orte. Ich habe gelesen, dass Döbeln Ihnen Zufriedenheit verleiht, Gütersloh hingegen nicht. Doch, Gütersloh, 6 Sterne, jederzeit keine Reise wert. Also, was hat Döbeln, was andere Orte nicht haben? Döbeln, um gleich im Terminus zu bleiben, Döbeln klingt einfach geil, oder? Also ich habe keinen anderen sächsischen Ort, glaube ich, so oft irgendwie aufgeschnappt. Ganz viele sprachen immer von Döbeln und das hat sich bei mir wirklich, das hat sich festgesetzt. Aber ja. Gibt es nicht noch schönere mit vielen Konsonanten? Ich habe heute wieder gesehen, Terence Hill, also der Schauspieler, der Mario Girotti heißt, ist ja jetzt Deutscher geworden, weil er in Lommatzsch. Lommatzsch, echt, ja? Aufgewachsen ist, ja. Ist nicht Lommatzsch Döbeln noch ein bisschen überlegen? Lommatzsch ist, es gibt natürlich viel. Es gibt ja auch hier Diepoldiswalde oder wie die Engländer sagen, Diepoldiswaldi. Also eigentlich jeder Ort in Sachsen klingt schon irgendwie toll, solange ein O drin ist. Ja. Sie sind am Montag 55 geworden. Ist die Information korrekt? Ich fürchte ja. Ja. Wie haben Sie das begangen, einen solchen Tag? Ja, wie immer, ganz normal, Orgien. Nein, wir waren da gerade auf Lesetour in Berlin, in der Hauptstadt und haben dort dann abends noch angestoßen und dann war es auch schon früh um 5. Ja, wie das so ist. Ganz am Anfang Ihres Lebens waren Sie im Vogtland. Wie schnell sind Sie von dort in die weite Welt gezogen? Ziemlich rasch. Meine Eltern zogen weg. Ich war knapp 2 Jahre. Da habe ich gedacht, gehst du mit. Das war, glaube ich, auch schlau. Ja. Was in Ihrer Biografie auffällt, ist, dass Sie sich mitzuständig für die Existenz der Wende fühlen. In welcher Form haben Sie das mitgestaltet? Ja, das war ja so quasi die Aufbruchsstimmung. So mit 17, 18, 19, da... Ich war einfach mit dann auf der Straße mit protestieren, aber als einer der Ersten. Das weiß ich noch hier in Leipzig. Also ich war ja schon da, also vor den Panzern. Also ich habe erst mal angerufen, dass welche kommen. Ja, also in dem Alter ist man ja voller Enthusiasmus und da hat man sich natürlich mit voller Suppe reingeworfen, ganz klar. Wie ist Ihr Fazit nach 32 Jahren Wiedervereinigung? Ich glaube, das war schon insgesamt gelungen. Aber natürlich ist jetzt nicht jede Hoffnung in Erfüllung gegangen, ganz klar. Aber ich denke, ja, gerade hier in Leipzig merkt man das auch so ein bisschen so, dass das revolutionäre Potenzial ist noch da. Also zumindest in Konnewitz. Also hier spüre ich doch schon ein anderes Knistern als in anderen Regionen. Welche Hoffnung hat sich bei Ihnen noch nicht erfüllt, die sich noch erfüllen möge? So privat? Aber das, also meine privaten Hoffnungen... Also Olaf Schubert. Also die sind unabhängig von der Gesellschaftsform. Also das, das sind alles eher so die privaten Desaster. Ja, also da kann ich jetzt nicht Helmut Kohl dafür verantwortlich machen. Also. Welches private Desaster war für Sie rückblickend das Schlimmste? Nein, die waren eigentlich alle schön. Also, ja, ich möchte auf kein Desaster verzichten. Das ist, glaube ich, das wäre ja auch ärgerlich. Das wäre ja auch dann verschenkte Lebenszeit. Man kann das ja, man sagt ja so, früher war alles besser. Es gibt ja Menschen, die sagen sogar, ach, die Armeezeit war toll.
Ja, also ich glaube, dazu würde bei mir sehr viel geistiger Aufwand gehören. Ich glaube, irgendwie verklärt sich doch sowieso das meiste dann irgendwie zum Guten. Es versendet sich oder so, oder versandet, versackt. Ist es für Ihre Kinder ein Vor- oder ein Nachteil, dass Sie Sohn von Olaf Schubert sind oder Tochter? Das sollte man sie dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren selber fragen. Also ich hoffe, dass es nicht zum Nachteil gereicht. Ich versuche schon, auch was zu vermitteln. Ich weiß nur nicht, was. Ja, also so, da bin ich täglich am Ringen. Aber in Ihrer Tournee geht es ja ums Rebellentum. Momentan, ja, stimmt. Ja. Wir sind unterwegs, so Zeit für Rebellen. Ja, das Rebellische, das habe ich ja nicht erfunden. Ja, das gab es ja schon. Ich glaube, wir haben so ein bisschen da uns beschäftigt. Ich glaube, der erste urkundlich erwähnte Rebell war ja, glaube ich, so Spartakus, ja, der Kämpfer für Freiheit. Und dann nach ihm kamen ja dann so die ganzen Jesuse. Und dann gab es Gandhi, es gab Galileo Galilei, es gab Robin Hood, Winnetou. Und an den orientiere ich mich halt. So. Also ich, ja. Eines, was Sie auch sehr beschäftigt in Ihrem Buch, ist die Wurst. Warum ist Ihnen die Wurst wichtig? Obwohl ja in Plauen ist ja nicht die klassische Wurstregion. Aber die Wurst wird jetzt nicht intensiver behandelt als andere wichtige Kriterien der Schöpfung. Was weiß ich, Alpha Centauri ist, ja, kommt vor und die Wurst natürlich auch. Es ist ja schon irgendwie was Metaphysisches, ja. Die Wurst, also wenn man da wirklich drüber nachdenkt, ja, vielleicht gerade wenn man beim Vegetarischen anfängt, also man nimmt ein Tier und stopft es sich selbst in den Darm. Also man schiebt sich das Tier wird sich selbst in den Arsch geschoben. Also das ist ja beinahe schon metaphysisch, ja. Also das, ich glaube nicht, dass das den Tieren gefällt. Und deshalb ist auch in meinem Leben jetzt der Vegetarismus oder wie sagt man so schön, der Saladismus eingezogen, eben auch durch die Kinder. Ja, meine Tochter ernährt sich, die ist in dem Alter, sie ernährt sich jetzt vegetarisch, also sie verzichtet auf Fleisch. Das klappt auch schon ganz gut, also vor allem zwischen den Mahlzeiten. weil sie merkt, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Ja, wenn man jetzt so gewohnt war, jeden Morgen irgendwie ein Kilo Hackepeter ins Müsli zu mischen, dann muss man das eigentlich stückweise abbauen. Und sie hat da eine Mentorin, ihre Freundin, die ist eine richtig überzeugte Vegetarierin, die lebt das schon im jungen Alter. Also, ja, die lebt für den Vegetarismus, könnte man wirklich sagen. Die stellt sich einen Wecker auf früh um 5, dann steht die auf, isst kein Fleisch und legt sich wieder hin. Ja, also das ist eine Überzeugung, die man natürlich braucht. Ja. Es ist mal der erotischste Mann in Deutschland gewählt worden. Zu Recht. Und Sie waren auf Platz 11. Ja. Was haben Sie, was andere nicht haben? Was habe ich, was andere nicht haben? Ja, dass Sie so weit vorne sind. Ja, also ist mir so zugeflogen. Also meine Bescheidenheit verbietet mir das jetzt hier. Ja. Ein Stichwort in Ihrem Buch ist auch Ulf. Das ist mal ein unangenehmer Vorname. Ich kenne auch unangenehme Menschen mit diesem Vornamen. Was bedeutet Ulf für Sie? Also ich kannte einen sehr angenehmen Ulf, habe in meiner Schulzeit habe dann andere Ulfse. Ich kenne auch einen Ulf mit PH, interessanterweise. Und ja, das ist natürlich auch so ein bisschen polemisch. Wir haben dann einfach geschrieben, ja, Ulf, das ist eben kein Name, das ist eher so ein Zustand. Ja, so wenn man zu viel mit Delirium verheißen, das Destillat, und dann ja, ist ja, wenn man so den Ulf ruft, in der Keramik quasi so, das spielt so ein bisschen darauf an, ja. Wir wissen noch nicht, wie der Winter wird, obwohl es steht schon viel, wir wissen nicht, ob wird er kalt, im Moment ist noch zum Glück warm. Gibt es eine dickere Version dieses Polunders, den Sie ja anhaben und öfter mal dran? Gibt es etwas, was man sagt, okay, wenn die Temperaturen sinken, dann haben Sie etwas, was besser wärmt als dieses. Ich habe dann weitere Polunder, die zieht man dann einfach übereinander. Also ganz, das ist halt das Zwiebelprinzip. Luft
Stoff, also Luftmaterial, das ist ja, glaube ich, die beste Isolation, oder? Ja. Morgen Abend geht im MDR eine neue Sendung an den Start, meine Damen und Herren. Und der Mitteldeutsche Rundfunk mit dem gesparten Honorar von mir im nächsten Jahr wird Olaf Schubert finanziert. Ich hoffe, das reicht. Man hätte drei Olaf Schubert. Ja, ja. Und meine Damen und Herren, und die Sendung heißt Rums, die News Show. Und wir haben ein Sneak Preview. Sehen Sie selbst. Zum ersten Mal ist Mikroplastik in menschlichem Blut nachgewiesen worden, und zwar von niederländischen ForscherInnen. Ich habe das gelesen. Das ist die Nachricht, bei der ich denke, die muss auf jeden Fall in die erste Reihe. Also es gibt eine Menge Nachrichten und viele sind Quatsch, aber das, wir alle wussten schon, ja, gibt es so Mikroplastik, ist ganz, ganz schlimm. Aber es heißt, dass wir Menschen in Zukunft, wenn du jetzt tot bist, könnten wir Teile von dir recyceln. Also wir könnten dich nehmen, ausweiden und daraus neue geile Sachen machen. So, aus dir, nein, im Ernst, aus dir machen wir einen Stöckel. Von so, weißt du, so Stöckelschuhe, aber nur den Stöckel. Und dann können wir den an so andere Schuhe machen und dann haben wir so Birkenstöckel. Und dann hast du bequeme, so, aus dir machen wir Halterungen für Wandheizungen. Oh, das ist gut. Ja, das ist privat. Also für mich wäre das tröstlich. Also dann kann ich sagen, mein Leben ist zwar verpfuscht, aber es war nicht umsonst. Aus mir ist noch was rauszuholen. Ja. Ich glaube, das wird ein Straßenfeger. Ja, sonst hätten wir es nicht gemacht, ganz klar. Ist das vom Konzept her, ist das heute Show für Fußgänger oder wie ist das Konzept letztendlich? Wir beschäftigen uns mit Nachrichten. Ja, es passiert ja jeden Tag so viel, dass es genau in eine Zeitung passt. Aber es gibt natürlich Nachrichten, die stehen vorne auf Seite 1. Und dann gibt es ja so diese vielen kleinen Randnotizen, die gedruckt werden oder die natürlich da irgendwie virtuell im Netz schwirren und wir versuchen vorzusortieren oder welche Nachrichten wichtig sind, welche nicht oder vielleicht Nachrichtenjuwelen, die unbedingt das Licht der Öffentlichkeit noch stärker wahrnehmen müssen. Also wir sortieren die und auf ihre Relevanz. Also es sind alles originale Nachrichten und die werden von uns quasi bewertet, hinterfragt auf ihre Bedeutung. Und gelegentlich wird auch gelacht. Wie stehen Sie zu Rosenkohl, Herr Professor Friedmann? Das ist immer noch eine gute und wichtige Frage, die Welt berührt. Ich bin noch am Nachdenken. Wir kommen darauf zurück. Meine Damen und Herren, wir freuen uns abends sehr. 23.10 Uhr, morgen Abend, der wunderbare und großartige Olaf Schubert, meine Damen und Herren.